In diesem Video geht es um die Frage, wie kann ich Klausuraufgaben berechnen, in denen es um Subnetzmasten geht? Eine häufige Klausuraufgabe ist diese hier: Nennen Sie den Netznamen und die Broadcast-Adresse des gegebenen Netzes. Besonders einfach ist das, wenn die Netzmaske nur aus den Zahlen 255 und 0 besteht. Da müssen wir uns die IP-Adresse nur oktettweise anschauen und wissen gleich, ob es der Netzwerkname ist oder der Hostteil. Denn überall, wo 255 steht, ist der Netzteil. Und wo die 0 steht, ist der Hostteil. Das bedeutet also für unser Beispiel hier, der Netzname ist die 165.32.64.0. Die Broadcast-Adresse ist 165.32.64.255. Alle IP-Adressen, die sich dazwischen befinden, können also für ein Netzwerkgerät, zum Beispiel ein Computer, ein Handy, ein Netzwerkdrucker oder sonstiges, genutzt werden. Wir haben also 254 frei verfügbare IP-Adressen. Genauso einfach verhält es sich, wenn nur in zwei Oktetten die 255 steht, dann sind nur diese ersten beiden Oktette in der IP-Adresse für den Netznamen zuständig und die letzten beiden Oktette für den Host-Anteil. Dementsprechend würde sich jetzt auch der Netzname ändern. Dies ist die 165.32.0.0 und die Broadcast-Adresse ist die letzte Adresse in diesem Block, das ist dann die 165.32.255.255. Etwas komplizierter wird die ganze Geschichte, wenn wir eine Netzmaske haben, die nicht nur aus 255 und 0 besteht, sondern auch noch eine andere Zahl aufweist. Da im dritten Oktett nun nicht 255 oder 0 steht, müssen wir uns dieses genauer anschauen. Wir beginnen damit, dieses dritte Oktett in die Binärdarstellung umzurechnen. Hier empfiehlt es sich, die Stellwerttabelle für die Binärzahlen aufzuschreiben. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 und 1. Nun beginnen wir damit, die IP-Adresse umzurechnen. Wir müssen nochmal das dritte Oktett betrachten, weil hier die 192 enthalten ist. Also die 128 brauchen wir nicht, die 64 brauchen wir, dann brauchen wir keine weitere dieser Zahlen. Und wir müssen auch nochmal die Subnetzmaske umrechnen, die 192. Dafür brauchen wir die 128, wir brauchen die 64 und damit sind wir dann auch schon bei der 192. Alle anderen Zahlen sind 0. Nun haben wir alle Vorarbeit geleistet und sehen anhand der Netzmaske, die hier unten als binär dargestellt ist, dass an dieser Position die Trennung zwischen dem Netzteil im vorderen Bereich und dem Hostteil im hinteren Bereich ist. Dafür wird in der Binärdarstellung des dritten Oktettes jede Stelle, die nach der Trennlinie zwischen Netzteil und Hostteil ist, auf 0 gesetzt. In dem konkreten Fall war das schon so. Wenn dort eine andere Zahl stehen sollte, zum Beispiel bei dem Stellenwert 8, dann müsste auch diese in eine 0 ersetzt werden. Nun haben wir auch schon alles vorbereitet für unseren Netznamen. Da die ersten beiden Oktette in der Netzmaske 255 haben, werden diese Werte für den Namen einfach übernommen. Das dritte Oktett haben wir gerade berechnet, das heißt, wir müssen diese komplette Zahl in die Binärdarstellung wieder umrechnen. Und das letzte Oktett, da dieses dann auch mit Nullen aufgefüllt werden würde, wäre 0. Im nächsten Schritt müssen wir nun die Broadcast-Adresse berechnen. Dafür löschen wir nochmal alles, was sich auf der Seite des Hostteils befindet und tragen hier die 1 ein. Auch hier müssen wir nun einfach die IP-Adresse umrechnen. Da im ersten und zweiten Oktett die 255 enthalten ist, können wir dort die Dezimalzahl einfach übernehmen und müssten diese Binärzahl in die Dezimalzahl umrechnen. 3, 7, 15, 31, 63, 127.
und 255 für das letzte Oktett. Warum hier nochmal die 255 im letzten? Ganz einfach, wenn in der Netzmaske eine 0 steht, ist es immer die 255, die bei der Broadcast-Adresse angegeben wird. Ich gebe nochmal den IP-Bereich ein, den nun alle anderen Geräte in diesem Netzwerk annehmen können. Das wäre dann von der 165.32.64.1 bis 165.32.127.254. Oh, da fehlte was. 165, 32, 127.254. Das bedeutet, wir haben nun 16.382 Hosts zur Verfügung. Eine weitere häufige Aufgabe ist folgende, dass man zu zwei gegebenen IP-Adressen das kleinste Subnetz berechnen soll. Hier beginnen wir von links und schauen uns die Oktette an und schauen, wo der erste Unterschied zu sehen ist. Also hier im ersten Oktett ist noch kein Unterschied, aber im zweiten Oktett ist ein Unterschied der IP-Adressen zu sehen. Dieses zweite Oktett müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Dafür rechnen wir beide in den Oktetten enthaltenen Dezimalzahlen in die Binärdarstellung um. Also die 198, dafür brauchen wir die 128, wir brauchen die 64, 32 brauchen wir nicht. 16 brauchen wir nicht, 8 brauchen wir nicht, aber die 4 und die 1 und die 0 brauchen wir auch nicht. Nochmal überprüfen. 2, 6, 70. Genau, passt. Und die 204 rechnen wir auch nochmal um. Dafür brauchen wir die 128, die 64, 32 brauchen wir nicht, 16 brauchen wir nicht. 8 brauchen wir, die 4 brauchen wir und die 2 und die 0 brauchen wir nicht. Und nun wird von links nach rechts geschaut, wo sich die beiden Werte unterscheiden. Also hier ist es gleich, hier ist es auch gleich, hier ist es auch gleich, hier ist es auch gleich. Die erste Unterscheidung ist in diesem Teil. Da der Netzteil hier immer gleich sein muss, ist das erste Auftreten eines Unterschiedes der Hinweis darauf, dass dort die Hosts beginnen sich zu unterscheiden. Dafür haben wir jetzt eine Trennlinie eingezogen und damit ergibt sich auch schon automatisch die Netzmaske für unser zweites Oktett. Denn alle Teile, die in der Netzmaske mit 1 gekennzeichnet sind, kennzeichnen den Netzteil und alle, die mit 0 gekennzeichnet sind, den Hostanteil. Wir wissen, dass vor diesen Einsen nur Einsen sein können. Das bedeutet also für unser erstes Oktett, dass dieses 255 sein muss. Nun rechnen wir hier nochmal die Werte zusammen. 128 plus 64 sind 192, plus 32 sind 224, plus 16 sind 240. Bedeutet also, der zweite Teil unserer Netzmaske ist 240 und der Rest ist 0.0. Das heißt also, unsere minimale Netzmaske, um das kleinste Subnetz zu bilden, in dem beide IP-Adressen enthalten sind, sind 255.240.0.0. Ich möchte mal kurz auf den Unterschied der beiden Operatoren berechnen und nennen gehen. Eigentlich habe ich bei beiden Aufgaben den Operator berechnen durchgeführt, indem eine nachvollziehbare Rechnung zu sehen ist, die dann zu einem Ergebnis führt. Zum Üben würde ich empfehlen, es gibt ganz viele Netzwerkrechner im Internet, wo man ganz viele verschiedene IP-Adressen eingeben kann und sich den einzelnen Netzteil und Hostteil berechnen lassen kann, die Broadcast-Adressen anzeigen lassen kann. Damit kann man das super üben.